Viele der grundlegenden Beiträge im Bereich KI, die heute die moderne KI prägen, die kamen aus Deutschland. Los ging das ja schon in den 80er Jahren, als der Professor Dickmanns in München die ersten selbstfahrenden Autos hatte und dann 1990 die ersten selbstfahrenden Autos im Verkehr sogar. Die sind damals dreimal so schnell gefahren wie die Google-Autos heute. Also heute noch ist es ja so, die selbstfahrenden Autopatente gehören zu mehr als 50% deutschen Firmen. Eine andere Geschichte, die aus Deutschland kommt und die heute in jedem Smartphone steckt, ist das Long Short-Term Memory, das LSTM, welches ein neuronales Netzwerk ist, entwickelt von meinen Arbeitsgruppen in München und Lugano mit meinen brillanten Studenten, dem Sepp Hochreiter vor allem, dann dem Felix Geers, Alex Graves und verschiedenen anderen. Und dieses LSTM, das betreibt heute die ganze Spracherkennung auf Milliarden von Handys für Google und für andere große Firmen. Facebook-Übersetzungen seit 2017 laufen alle über dieses LSTM, welches gelernt hat, nur aus Trainingsbeispielen zu lernen, wie übersetze ich von einer Sprache in die andere. Und das funktioniert alles viel besser als vor ein paar Jahren. Es sind also dumme neuronale Netzwerke, am Anfang ganz doof, aber sie lernen dann aus vielen Trainingsbeispielen irgendeine Sache immer besser und besser zu machen und dann können sie irgendwann Sprachen übersetzen und Auto fahren und solche Geschichten. Gut. Deutschland ist also von den Grundlagen her mit dabei. Ein großer Teil der Rechenzeit, die heute verwendet wird von den ganzen großen Firmen auf der Welt, wird verwendet, um dieses LSTM laufen zu lassen, was aus dem Voralpenland kommt. Insofern, von den Grundlagen ist Deutschland sehr gut aufgestellt, aber die großen Profite, das machen die Firmen am pazifischen Rand. Obwohl all diese Entwicklungen aus Europa kommen, dass das tiefe Lernen, das Deep Learning, wie es genannt wird, und das LSTM und die selbstfahrenden Autos und das WWW selbst, die großen Firmen, die am meisten Profite damit machen, die sitzen an der asiatischen Ostküste und an der amerikanischen Westküste. Was kann man jetzt tun, um da irgendwie mitzuhalten, insbesondere mit China, welches jetzt viele, viele Milliarden investiert nur in KI? Das ist die interessante Frage. In der nicht so fernen Zukunft wird zum ersten Mal etwas möglich sein, was heute noch nicht möglich ist. Ich werde einem kleinen Drahtmännchen, einem Roboter gegenüber sitzen und ihm nur durch Demonstration, nur durch Vormachen und durch Zureden beibringen können, etwas Kompliziertes zusammenzubauen, zum Beispiel ein Handy, ein Smartphone. Heute geht das noch nicht, aber wir sehen schon, wie das langsam Realität wird. Dann werde ich also sagen, schau, du musst hier diesen kleinen Plastikblock nehmen und diesen Schraubenzieher und dann musst du die Schraube so reinschrauben, nein, nicht so, so, nein, nicht so. Und wie einem kleinen Kind bringe ich ihm das bei und irgendwann kann er es dann, aber dann macht er selber noch weiter und lernt es dann irgendwann besser zu tun als ich. Und wenn er es mal gelernt hat, dann mache ich 1 Million Kopien davon und Sie können sich vorstellen, dass das die Arbeitswelt in ganz, ganz vielen Bereichen massiv verändern wird. Und langfristig, wenn die KIs mal wirklich klüger sind als die Menschen, und ich habe keinen Zweifel, dass die klüger sein werden irgendwann als die Menschen, dann wird sich natürlich alles noch viel krasser ändern. Um mitzuhalten mit den Amerikanern und den Chinesen, muss wahrscheinlich geklotzt werden. Und sowohl die USA als auch China betreiben ja massiv Industriepolitik für ihre großen Firmen, Amazon und Tesla, haben viele Milliarden bekommen, um so groß zu werden, wie sie heute sind. Dasselbe gilt für die chinesischen großen Firmen wie Tencent, das ist der große Konkurrent von Facebook, ungefähr gleich viel wert an der Börse. Alibaba, was eben für Amazon der große Konkurrent ist und sein wird. Und die haben alle Industriepolitik betrieben, um eben diese zunächst ganz kleinen Firmen hoch zu skalieren oder zu helfen, die zu skalieren. In diesen Firmen, in diesen Ländern, in China und in den USA, da gibt es ein sehr gut funktionierendes VC, also Venture Capital System. Und das ist in Europa leider traditionell nicht so gut entwickelt. Hier fehlt es also an dem risikofreudigen Kapital, das dafür sorgt, dass man eine kleine Firma nicht nur rasch gründen kann, sondern auch schnell hochskalieren kann. Und da muss die Bundesregierung meiner Ansicht nach beitragen, das zu vereinfachen. Und eine der Vorschläge, die ich im Rahmen Industriepolitik hätte, wäre eben, baut einen KI-Park in einer der
berühmten, beliebten deutschen Großstädte, also wahrscheinlich entweder Berlin oder München, und gibt da so viel aus dafür, zunächst mal, wie Peking eben ausgibt für seinen KI-Park. Das sind 2 Milliarden etwa. Werden nicht sofort ausgegeben werden können, weil zunächst muss man mal die guten Leute anheuern, die dann entscheiden, wie dieses ganze Geld ausgegeben wird, um da schnell wirklich die Umsetzung von Grundlagenforschung in die Wirtschaft zu ermöglichen.